Und damit herzlich willkommen wieder zum zum fünften Teil von Outlast 2. Wir sind gestern von oben runter gefallen auf dieses schöne Pferd und wieder mal Sai, wir werden jetzt einfach weitergehen und schauen, was so alles passieren wird. Ah, okay. Habe ein schlechtes Gefühl schon. Oi, oi, oi. Als ob da ist Blut drin. Geist Jesu, mach mich bereit, Vater Knut, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Bein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen, Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet, heile mich in meiner... Was? In deinen Wunden. Halte mich an dich, stütze mich für diese Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde, Tempel, Gatte, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Dass ich mich verstecken werde. Ui, das ist hier neblig, das ist schon mal gar nicht gut. Aufnehmen. Was für ein Zufall. Es gibt jetzt zwei Wege. Ich gehe trotzdem mal den anderen Weg. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. Hab ich auch noch irgendwas? Ah. Das war eine Fee. Das sind tote Vögel. Oh mein Gott, da komme ich jetzt rum. There's gotta be another way. Kann es sein, dass wir uns jetzt zwischen zwei Wege entscheiden können? Ich gehe trotzdem den Weg. Jedoch habe ich Angst, dass der hier einstürzen wird. Ui, da waren welche. Kann das sein? Kommen wir hier überhaupt rüber? Nein, ich glaube nicht. Hier ist nochmal ein anderer Weg. Ist noch eine Batterie. Aber
Was hat das denn jetzt so zu bedeuten? Wir können klettern. Ach, ich dachte schon. Vielleicht da rum. Müssen wir anlocken. Ah, verstehe. Das war schon mal der richtige Weg. Ja. Warte mal, sag ich das jetzt? Oh mein Gott, das ist ein Weg. In eine Höhle. Ach du heilige Makrele. Das erinnert mich gerade so sehr an The Forest, da man in The Forest auch sehr, sehr, sehr weit runtergehen muss. Nein! Nicht so schnell. Was? Was ist das hier überhaupt? Ich erkenne das nicht. Was sind das? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Oh. Das ist ja... Ach du Heilige. The church. No, no. It's some kind of... Heretic Temple. Ketzer Tempel. Was war das? Warte, ich muss mein Mikrofon mal ein. Hier ist noch nichts Verdächtiges. Ah, das Gequietsche. Totenköpfe überall. Hier kann ich nichts. Was ist denn das hier? Ist das ein Vogelnest oder was? Ach, noch einer, aber warum gibt es hier so viele Batterien? Jetzt schaut mal, wie viele ich habe. There's gotta be a way back to the village. Fünf. Kann es sein, dass das uns zur Stelle gegenüber bringt? Okay. Nein, ich glaube eher nicht. Überall Leichen, Totenköpfe. Ich kann mir gerade so gut vorstellen, dass irgendwas passiert. No.
Ach, du heilige Makrele. Nein. Die Musik wird immer lauter. Und ich bin hier gerade am Verzweifeln. Was? Warte. Die ist weg. Sie ist weg. Die Gegend hier auch so richtig düster. Keine Ahnung. Chapel. I could see the chapel. How far did this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Eine Kapelle ist das also. Verband. Wow, ich bin bis gerade hier echt zum ersten Mal ein Verband. Das ist ein Stein. Das schaut hier so blutig aus. Ach nein, bitte nicht. Hier ist hier liegen, ne? Na, okay. Finde ich gut. Dass hier keiner ist. Was war das? Was? Sich durch. Ja. Da schon wieder diese. Aufsperren und öffnen. Nein, ich gehe mal rauf. Da oben auch schon wieder. Weiß ich überhaupt drauf gehen kann. Okay, nein, das ist nicht möglich. Pupp. Das Verstörendste, was es in Ordnung spielt. The people. Jetzt schon wieder tauchen überall diese komischen Puppen auf. Gut. Oh, ich dachte schon. Gott selbst tötete seinen eigenen Sohn. Oh Gott. Ah,
Einige Objekte können von Türen und Fenstern geschoben werden, um dies zu versperren. Das wird jetzt hier etwas. Das wird hier witzig. Ich werde wahrscheinlich vor Leuten wegrennen müssen. Sullivan, sorry. Papa. Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, süchtiger Feigling, vergewaltiger Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns, wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten, zu ficken. Ich hasse dich nicht, könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine bare Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von dem Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Denn Gott ist der Aberglaube eines Kindes, der Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, von uns allen und du aufgeblasen, naiv, zu dumm zu atmen, dachtest diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch, weich, schwach. Dein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Um sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Wahl. Ah! Da schon wieder diese Statue. Ach so, das kann die Tür. Ich dachte, ich ging hier weiter. Ja, dann werde ich wohl diese Tür hier aufmachen müssen. Was? Wie bitte? Ich dachte schon. Geht aber viel schneller als. So, warte kurz. Oh, es gibt es hier. That might be an elevator. Wait, es gibt there, es hier. Isn't it? Ich glaube, sie macht den Lift. Generator or something. If the fucking thing doesn't run on prayers. No. Wenn man taucht so eine Frau auf. Okay, gibt es so viele. Das größte Problem ist gerade, es gibt so viele Wege, die ich gehen könnte. Die ist da irgendwo. Sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood. Die ist direkt dort vorne. Was ist das denn?
mal, der Batterie geht schon wieder leer. Ich werde jetzt einfach geradeaus vorn durchrushen. Da steht noch immer dort. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wird... Ich nehme mal an, es gibt jetzt sehr, sehr... Ich nehme an, es wird jetzt sehr, sehr viele Häuser geben, die einfach nutzlos sind. Es sind wahrscheinlich Orte, damit du dich verstecken kannst. Da ist ja einer drin. Ich weiß es nicht. Das ist aber... Wohin? Sind die Frieden? Aha. Oh, achso. Die kamen so, ganz ehrlich, meine Meinung, die kamen mir so friedlich vor. It's up there, isn't it? Die kamen mir so verdammt friedlich vor. Ohne Witz. Okay, die ist... Ich weiß nicht, die Frau macht. Aha. Oh Gott. Nein. Sobald ich so krass ran, bewegt sich die Kamera automatisch nach oben. Oh. Jetzt mal hier die Lage abchecken.
Können die nicht mal irgendwo anders hingehen? Das wäre echt hilfreich. So, was ist das? Ich glaube, ich muss irgendwo rauf, weil dazu ist ja der Lift, der Aufzug. Power Generator Room. Oh, ich habe den richtigen Raum. Hoffen wir nur noch, dass da keiner drin ist. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Gar nicht laut. Whoa! Nicht mehr da oder wie? Achso, jetzt muss ich. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. Ich würde am liebsten einfach runterspringen, ganz ehrlich. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all. Die macht echt gar nichts. Ich glaube, die wollte mich vorhin nur grüßen. Da rennt er wieder verzweifelt herum. Tschüss! Oh Gott, bitte weg, schnell. Bloß Auge. Oh mein Gott! Oh mein Gott, diese Hexe ist wieder da. Ach du heilige Kacke. Nein! Oh! Ich dachte, sie geht einen anderen Weg. Aber ganz ehrlich, es gibt. Es gibt auch andere Stellen außer. Außer sein Glied. Und ganz ehrlich. Ach komm. Jetzt gehe ich raus und sie verpasst mir wieder eine osmanische Schelle, Digga. Das ist schon passiert. Rennt vorbei! Okay, jetzt pass mal auf. Unsere Wege werden. Unsere Wege werden also von fast überall eingeschränkt blockiert. Ist die da? Das ist sie noch nicht. Nein, ihr weißt, dass ich hier bin. Ach, meine Güte. Weißt du, alle sind so strohdumm. Die finden mich nicht, wenn ich mich in Gras verstecke. Aber die? Nö. Digga, die sieht durch Wände. Die hat X-Ray-Augen. Ach. Wir sind jetzt einen anderen Weg. So. Wir sehen, der Typ rennt hier vorbei. Dann gehen den Weg. Wie gesagt, wir locken sie wieder her. Da ist sie. Schaut euch mal an, wie schnell sie ist. Das meine ich. Ich dachte, sie geht den Weg. Renn. Du bist der Flash, ja, du schaffst das. Rechts. Ich bin erschöpft. Geh weiter, renn. Meine Güte. Wo landen wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier oben. Wir waren vorhin da unten. Was steht da?
God for sake save you. Sullivan Knut, the modern Ezekiel. Their knives served for the enemy. It felt inevitable, like a dream or a memory. Masita, but not mine. Temple Gate. Wir schauen uns mal die auch nochmal an, was das zu bedeuten hat. Temple Gate, founded by Sullivan Noth, a modern Ezekiel. Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Also, er stand einfach drauf. Also, er hat einfach gesagt, was auf diesem Schild stand. Okay. Ich bin gerade orientierungslos, ne? Okay. Ups. Ich glaube, ich muss sagen, das war's mal mit dem fünften Teil von Outlast. Ach du Heilige, die war schon etwas gruselig. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wie immer, vergiss nicht zu abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum sechsten Teil von Outlast.